mein glattes Haar so sehr. Ich hab's geglättet und es ist so lang und schön. Freundin, wo seid ihr? Beeilt euch! Wir sind ja schon da. Hier. Mädels, kommt schon, los geht's. Wir kommen ja schon. Also Mädels, ihr kommt jetzt mit und helft mir beim Aufbrezeln. Okay, klar, wir helfen dir. Also gut, Ken, öffne meine Kosmetiktasche. Na klar. Also Barbie Gigi, nimm du den Spiegel. Und wo gehen wir hin? Warum fragst du? Wir gehen zu einer Party. Für uns. Barbie, Jana, ich habe gehört, es gibt so eine Kleiderordnung für diese Partys. Sind wir schick genug? Barbie, Gigi, natürlich werden wir das. Das ist die rosa Party für Barbies und Kens. Barbie, ich habe meinen rosa Anzug gewaschen. Was soll ich tun? Ken, wie konntest du nur? Ich habe doch gesagt, du sollst den Anzug vor einer Woche waschen. Okay, keine Sorge, ich werde es arrangieren. Ich bin so schön. Hey, Barbie Gigi, dreh den Spiegel zu mir. Ich bin die Schönste hier, okay? Halt ihn gut fest. Darf ich mich nicht selbst bewundern? Hier, nimm ihn. Jungs, was ist hier los? Sind wir Loser? Können wir nicht über den Zaun klettern? Haben wir Angst vor diesen Barbies und Ken? Lass uns über den Zaun klettern und sie treffen. Nat, ich werde nicht über den Zaun klettern, um ihr Freund zu sein. Wir werden ihnen nicht hinterherlaufen. Wenn sie nicht unsere Freunde sein wollen, dann nicht. Wisst ihr was, Jungs? Ich will nicht hier so rumsitzen. Ich will, dass alles so ist wie früher. Ich will Spaß haben und Partys machen und so weiter, okay? Okay, Nastja, was schlägst du vor? Siehst du nicht, dass sie nicht unsere Freunde sein wollen? Nastja, erinnerst du dich nicht an ihre Worte? Sie werden nur dann unsere Freunde, wenn Kev und ich zu Kens werden und du zu Barbie. Ja, ich weiß. Aber Jungs, lass uns wenigstens schauen, was sie dort machen. Ich vermisse sie so sehr und ich vermisse auch Diana. Und was willst du jetzt machen? Über den Zaun klettern? Komm schon, Kev. Wenn sie schauen will, dann lass sie schauen. Jungs, könnt ihr mich hochheben, bitte? Ja, okay, können wir machen. Los. Ja! Nastja, wir werden dich nicht die ganze Stunde festhalten. Nur eine Minute, okay? Na gut. Sie ist so klein und doch so schwer. Ja, Nastja, wir zählen bis fünf, okay? Jungs, wisst ihr, was die hier machen? Sie hübschen Diana auf. Also, gehen sie irgendwo hin oder so? Nastja, was noch? Ist Dima auch da? Ja, sind alle da. Ken Dima, Barbie Julie, Barbie Gigi und Barbie Diana. Okay, Nastja, komm runter. Wir gehören da nicht hin. Okay, Leute, lass uns gehen. Die kennen uns doch gar nicht mehr. Das habe ich dir doch gesagt. Und du so, lass über den Zaun schauen. Wozu brauchen wir die? Ja, stimmt. Sollen die doch dort bleiben. La 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 la. Wahnsinn, diese Blumen duften so schön. Einhorn, riech mal dran. Magst du sie? Komm mit. Schaut mal, Jungs, da ist Dana. Puh, wenigstens keine Barbie. Ich hab's immer gewusst, sie ist zwar klein, aber normal. La 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 la. Oh, hey Leute, wo wollt ihr denn hin? Hi, Lana. Es ist so gut, dass du nicht Barbie bist, denn deine ältere Schwester Diana hat so lange gespielt. Ja, sie wurde zu Barbie und ist nicht mehr unsere Freundin. Nicht nur Diana, sondern auch alle anderen. Leute, eigentlich bin ich auch Barbie. Barbie, Dana. Was? Dana, du meinst, du bist auch nicht unsere Freundin? Doch, eigentlich bin ich mit jedem befreundet, egal ob Barbie oder nicht Barbie. Dana, was sollen wir tun? Wir wollen Dianas Freunde sein, aber sie will nicht mehr. Nat, wie soll sie uns helfen? Sie ist klein. Also, was ist das Problem, Leute? Werden Barbies und Diana wieder ihre Freundin sein? Okay, tschüss. Toll, noch eine. Na toll, ey. Jungs, lasst uns die gute Fee finden und sie bitten, uns zu Barbie und Ken zu machen, okay? Nur für eine Stunde, damit wir mit Diana reden und sie in einen normalen Zustand versetzen können. Na, die Idee gefällt mir nicht. Wirklich nur für eine Stunde? Ja, Kev, nur für eine Stunde. Okay, wenn es nur für eine Stunde ist, warum nicht? Was für ein schönes Wetter. Es hat geregnet. Aber wo ist der Regenbogen? Ich will den Regenbogen sehen. Okay, Mädels, bin ich hübsch? Ja, ja, sogar sehr hübsch. Okay, Leute, gehen wir auf die Party. Auf geht's. Diana, Diana, ich muss euch unbedingt was sagen. Hi, Dana.
Meine Freundin, mein Freund Ken und ich gehen auf eine Party. Sie ist verwachsen, also bleibst du zu Hause, okay? Ja. Ja, spiel du weiter mit deinem Einhorn. Okay, dann bleibe ich wieder zu Hause. Kleine Baby Dana, wenn du groß bist, dann nehmen wir dich mit auf unsere Partys, okay? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wenn du willst, können wir am Wochenende eine rosa Party für dich und deine kleinen Freunde machen. Wie hört sich das an? Baby Dana, Dana wollte etwas Wichtiges sagen. Oh ja, richtig. Komm schon, Dana, beeil dich, sag's uns. Wir kommen sonst zu spät zu unserer Party. Als ich nach Hause gegangen bin, wisst ihr, wen ich da getroffen habe? Wen denn, Dana? Beeil dich, sag's uns. Wir sind spät dran. Diana, ich hab Kev, Art und Nastja getroffen. Die waren sowas von traurig. Dana, wer ist das? Von wem redest du? Leute, kennt ihr die? Nee, ich auch nicht. Okay, Dana, ciao, ciao, wir müssen los. Ciao, ciao. Leute, das waren eure Freunde. Hier bist du also, gute Fee. Versteckt in einem Baum, müssen mit dir reden. Das verstehe ich nicht. Werd euch reingelassen. Es ist unhöflich, den Hof anderer Leute zu betreten. Was soll das heißen? Wir kommen hier öfter hin als du. Hör zu, du musst uns mindestens eine Stunde lang zu Barbie und Kens machen, okay? Nur für eine Stunde, nicht länger. Hör zu, warum sollte ich das tun? Geht weg! Ich warte auf den Regenbogen. Bitte, wir wollen wieder mit Diana und den anderen befreundet sein. Das werden wir nicht schaffen. Diana ist Barbie. Es gibt kein Zurück mehr. Bitte! Wir könnten es wenigstens versuchen. Okay, aber du, Kev, musst mir ein Geschenk geben. Was muss ich dir denn schenken? Du hast einen schönen Ring in deiner Tasche. Wenn du ihn mir gibst, mache ich dich für eine Stunde zu Barbie und Ken, okay? Was? Wie kann sie das denn wissen? Okay. Eigentlich ist es ja meiner, aber okay. Zieh ihn mir an. Okay, Kev, kapp dir den Ring. Beeil dich. Zauber. Okay, Kev und Art, welche Haarfarbe bevorzugt ihr? Blond? Das ist uns egal. Die Farbe, die Ken hat. Und ich will ein rosa Oberteil und lockiges blondes Haar. Bitte, bitte. Okay, das ist eure Entscheidung. 1, 2, 3. Werdet Barbies und Kens. Ah, zieh dir meine Haare an. Oh mein Gott, du siehst nicht besser aus. Egal, also ich mag mein lockiges Haar hier. Was ist das hier? Konntest du nicht irgendwas Modischeres machen? Ja, Kev, die Fee hat irgendwie deine Frisur verdorben. Egal, Jungs, hört auf zu streiten. Los geht's, die Fee hat alles toll gemacht. Wartet mal, erinnert ihr euch, dass der Zauber nur für eine Stunde gilt? Ja, mehr brauchen wir nicht. Alles gut, Kostja, lass uns gehen. Und seht ihr, ihr seid keine echten Kens und Barbies. Ihr seid einfach nur unecht. Diana, ich verstehe nicht. Ich bin der einzige Ken hier. Die sind unecht. Wartet, Leute, ich bring das in Ordnung. Wer seid ihr und wie seid ihr in meinen Garten gekommen? Diana, hast du uns nicht erkannt? Ich bin es, Nat. Und ich wurde zu Barbie. Und das sind Art und Kev. Sie wurden einfach zu Ken, siehst du? Leute, habt ihr gehört? Sie sagen, dass sie Art, Kev und Nastja sind. Aber ich glaube ihnen nicht. Und was meint ihr? Soll ich ihnen glauben? Natürlich nicht, Barbie Diana. Siehst du nicht, dass sie unecht sind? Sie sind nicht so wie wir. Diana, was ist mit dir? Frag deine gute Fee. Sie hat uns in Barbie und Ken verwandelt, okay? Eigentlich wollen wir eure Freunde sein. Wir haben extra unsere Frisur geändert. Ja, schaut euch Kevs Haare an. Und meine sind genauso glatt. Wartet kurz, wir müssen miteinander reden. Leute, was meint ihr? Sollen wir sie in unsere Gang aufnehmen? Ich denke, wir können. Nat sieht aus wie Barbie. Sie hat blonde Haare und ein rosa Oberteil. Oder was meint ihr? Und die Jungs sehen aus wie Kens. Ja, stimmt. Und übrigens, Diana, wir brauchen mehr Kens. Aber sie sehen nicht aus wie Kens. Sie sind nicht so wie ich. Hör zu, du bist nicht der einzige Ken auf diesem Planeten. Lass sie uns in unsere Gang aufnehmen, okay? Ja, lasst uns das tun. Okay, Leute, wir nehmen euch in unsere Gang auf und wir werden euch kontrollieren. Wenn wir erfahren, dass ihr nicht echt, sondern unecht seid, werdet ihr sofort rausgeschmissen, okay? Ja, sofort. Ja, wir haben es geschafft. Ja klar, wir werden euch beweisen, dass wir keine Schwindler sind. Barbies und Ken, erzählt uns von euren Plänen für heute. Also, wir müssen zur Pink Party für Barbies und Kens gehen. Wollt ihr da mit uns gehen vielleicht? Kens, komm her. Hier, los. Okay, los geht's. Los geht's.
Ich verstehe das nicht. Haben Art und Kev beschlossen, dass sie Kens sind? Hey Leute, was ist mit mir? Wartet auf mich!